Florian, die Abwehr von euch konnte sich heute sicherlich auszeichnen. Was meinst du? Ja, ich denke nicht nur die Abwehr, also es war die ganze Mannschaft. Wir haben richtig gut angelaufen, die Stürmer haben gute Arbeit geleistet, das Spiel getrennt und Steinbach wusste nicht wirklich, wohin mit dem Ball. Und dann waren wir einfach im Verbund, haben wir eine sehr gute Abwehrarbeit gemacht heute. Der erste Sieg in diesem Jahr, der erste Sieg seit langem, wichtige Punkte, was geht denn dir vor? Ja, natürlich wichtige Punkte auf jeden Fall. Wir haben Punkte liegen lassen, viele, aber ich denke, wir werden jetzt aus der restlichen Saison das Beste rausholen und dann schauen wir, was dabei rumkommt. Du hast ja mit deiner Leistung auf der rechten Seite als Abwehrspieler zu diesem Ergebnis beigetragen. Wie siehst du das? Wie siehst du deine Leistung? Ich denke, es war ganz in Ordnung, aber meine Leistung sollen andere Leute beurteilen, zum Beispiel der Trainer. Wie gesagt, wir haben heute mit der kompletten Mannschaft gut gearbeitet und das war auch wirklich der Schlüssel zum Erfolg heute. Steinbach hat es euch ja auch ziemlich schwer machen können. Ja klar, aber ich denke, wir haben Steinbach sehr schwer gemacht, weil wir haben gut gearbeitet und dadurch hat Steinbach nicht ins Spiel gefunden. Und das war heute unsere große Stärke und deswegen haben wir auch verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Für euch geht es jetzt weiter am Dienstag im Pokalkracher gegen Astoria Waldorf. Was wird das für ein Spiel? Ich denke, es wird ein relativ offenes Spiel. Waldorf ist klar eine richtig gute Mannschaft. Aber wir werden alles reinhauen. Wir haben letztes Jahr das Finale gespielt. Das war ein geiles Gefühl und da wollen wir auch wieder hin. Wie geht es für euch jetzt in der Regionalliga Südwest weiter? Wie gesagt, wir werden in den restlichen Spielen alles reinhauen und dann schauen wir, was dabei rumkommt.